Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Zahlreiche Neu- und Gebrauchtwagen erfreuen die Besucher des Norderstedter Stadtparks. Schau der Besten, Rinderauktion in den Holstenhallen Neumünster. Und Holstein Blister gewährleistet die sichere Medikamenteneinnahme. Das Stadtmagazin TV wird präsentiert von LZ Automobile. Kompetenz vor Ort. Neue Automodelle, Zubehör, E-Cars und Hybride, Caravans, E-Bikes, Fahrräder und vieles mehr gab es am 22. und 23. August im Norderstedter Stadtpark zu sehen. An der 300 Meter langen Seepromenade und der Waldbühne präsentierten sich die Top-Modelle der meistverkauften Automarken Deutschlands. Einmalig in Norddeutschland ist diese große Auswahl an neuen Fahrzeugen. Wir von Auto Wiechert GmbH präsentieren hier heute die Marken Volkswagen, Audi, Volkswagen Nutzfahrzeugen und die Marke Skoda. Wir haben, wie Sie auch gerade bei Skoda sehen, wir haben gerade vor 5 Minuten die Plane abgenommen, dort den neuen Superb. Wir haben hier neue Fahrzeuge im Bereich der E-Mobilität und wir haben auch bei Audi unsere ganz aktuellen Fahrzeuge, auch den Q7 dabei. Als erstes und aus meiner Wahrnehmung das Wichtigste, wird jeder Kunde bei uns vernünftig beraten heute. Wir sind im Personal sehr gut aufgestellt. Wir bieten jedem Kunden auch für die nächste Woche Rückruftermine an, Probefahrten. Wir haben alles da an Prospekten, was wir benötigen für diesen Tag. Also wir sind hier gut aufgestellt und auch, Sie merken ja auch, die Leute sind sehr fröhlich heute, es ist eine super Stimmung. Ja, wir haben aktuell natürlich unsere neuesten Highlights da. Das heißt, wir präsentieren hier den i8, unser High-Class-Hybrid-Modell. Analog dazu, wenn man jetzt sagt, ich möchte etwas kleiner einsteigen, haben wir den aktuellen i3 hier. Das heißt, beide Fahrzeuge können bewundert werden. Der i3 kann auch im Nachgang Probe gefahren werden. Das macht unser Partner, die Firma Car2Rent, möglich, die auch unsere Ersatzwagenflotte stellt, nebenbei gesagt. Also wenn Unfallersatz etc., Car2Rent ist da unser Anbieter. Wir haben des Weiteren natürlich für die Familien, davon sind ja einige hier vertreten, unsere brandneuen Fahrzeuge da, den BMW Active Tourer und den Grand Tourer. Das Besondere beim Grand Tourer ist, dass wir einsteigen in die Klasse der Minivans mit einem Frontmotorkonzept und einem Fahrzeug, das bis zu 7 Personen Platz bietet und eines der wenigen Fahrzeuge tatsächlich ist, wo Sie 3 Kindersitze in einer Reihe positionieren können. Wir freuen uns natürlich zum einen, dass wir in diesem Jahr auch wieder dabei sind. Es macht uns ganz viel Spaß und wir haben in diesem Jahr natürlich wieder eine ganze Menge neuer Fahrzeuge dabei. Das geht aus dem SUV-Bereich hervor, und zwar das neue GLE Coupé. Das ist ein Auto aus dem Segment Geländewagen, was in einer Coupé-Form angeboten wird. Sehr interessant. Wir haben aktuelle Modelle der A, B und C und auch der E-Klasse dabei, die einfach ganz neu und ganz schick in diesem Jahr auch wieder hier präsentiert werden. Zahlreiche Besucher nahmen auch in diesem Jahr das große Angebot gespannt an und verbrachten mit kulinarischen Köstlichkeiten einen aufregenden Tag mit der ganzen Familie. Das Norderstedter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. Die Rinderzucht Schleswig-Holstein EG veranstaltet ihre große Rinderauktion in der Auktionshalle in den Holstenhallen in Neumünster. Hier werden Kühe, Fersen, Jungtiere und Bullen beider Rassen gekürt und versteigert. Also hier werden weibliche wie auch männliche Tiere aufgetrieben, der Rassen Rot und Schwarzbund. Und ja, die männlichen Tiere sind eben für den Deckeinsatz auf anderen Betrieben vorgesehen. Da kann sich jetzt jeder Betrieb, der einen Bullen zum Decken seiner Kühe sucht, eben die er seinen Bullen erwerben. Und die weiblichen Tiere werden dann nach den Bullen angeboten zum Verkauf und die dienen dann eben auf den anderen Betrieb oder auf den Käuferbetrieben dann als Milchkühe, um da weiter Milch zu produzieren. Erstmal auf ihr Erscheinungsbild natürlich, dass sie einen möglichst harmonischen Körperbau haben, dann über ein gut melkbares Euter verfügen und dass sie dann natürlich eben auch die Veranlagung haben, möglichst lange zu produzieren. Und da guckt man doch ein bisschen immer in den Katalog und in die Abstammung des jeweiligen Tieres, in das sogenannte Pedigree. Und wenn da jetzt eben Vorfahren sind, die auch schon lange gut produziert haben und lange gesund geblieben sind, dann sind das natürlich so Kandidaten, die gerne gekauft werden. Ich hoffe, dass wir heute einen guten Verlauf haben, weil der Milchmarkt im Moment ja so ein bisschen schwächelt. Das ist gerade wohl für den
Absatz der weiblichen Rinder könnte das heute vielleicht ein bisschen schwierig werden. Hoffe aber für die Anbieter hier, dass das trotzdem ein bisschen gegenläufigen Trend zum Markt hat und dass sie dann ihre Tiere hier heute vernünftig absetzen können. Zum Verkauf kommen nur Tiere aus amtlich anerkannten BHV-1-Statusbetrieben mit entsprechender amtstierärztlicher BHV-1-Freiheitsbescheinigung. Die ASB-Sozialstationen und Pflegedienste informieren gern über alle Fragen rund um das Thema Pflege. Nach gemeinsamer Klärung des Pflegebedarfs helfen die Experten bei der Wahl der richtigen Dienstleistungen. Vom Hausnotruf über die Hilfe zur Haushaltsführung bis hin zur Kinderbetreuung bei Erkrankung der Eltern und der häuslichen Pflege bietet der Arbeiter-Samariter-Bund ein breites Spektrum. Als pharmazeutischer Dienstleister übernimmt die Holstein Blister GmbH die Herstellung von Schlauchblistern für Apotheken. Das bisher einzige Blisterzentrum in Schleswig-Holstein beschäftigt 5 Mitarbeiter und kann bei Notfällen innerhalb von 4 bis 6 Stunden reagieren. Mithilfe einer maschinellen Zweitverblisterung sortieren, verteilen und verpacken modernste computergestützte Automaten mit validierter Software die erforderlichen Medikamente pro Patient und Einnahmezeitpunkt genauso, wie die Verordnung es vorgibt. Die Holstein Blister GmbH ist ein kleines pharmazeutisches Unternehmen in Schleswig-Holstein, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Dienstleistung für Apotheken anzubieten, um pflegebedürftigen Patienten bei der Medikamenteneinnahme zu helfen. Der Ablauf ist so, dass wir von den Apotheken, mit denen wir zusammenarbeiten, Aufträge erhalten, in dem der Medikationsplan, also das, was der Arzt letzten Endes verordnet hat für einen bestimmten Patienten, in dem der Medikationsplan sozusagen abgebildet ist, und wir packen dann das, was dort drin steht, nämlich die Medikamente, so in der Zusammenstellung für zum Beispiel morgens, mittags und abends in der Form in kleine Beutelchen, die wir Blister nennen. Das muss natürlich sein, dass wir so einen hohen Qualitätsstandard haben, weil wir damit die große Arzneimittelsicherheit gewährleisten können, die für uns besonders viel wert ist. Nicht nur für uns, natürlich auch für den Patienten insbesondere. Wir haben dazu unseren Herstellprozess strukturiert in die reine automatengestützte Herstellung auf der einen Seite, wo natürlich sehr viele Kontrollschritte schon durchgeführt werden, und auf der anderen Seite aber auch noch eine Qualitätskontrolle, die genau das, was wir in die Beutelchen hineinproduziert haben, noch einmal zu 100% durchkontrolliert werden. Also jeder einzelne Beutel, der unser Haus verlässt, ist vorher auf Herz und Nieren überprüft worden. Wir haben eine Reihe von Apotheken, mit denen wir einen Vertrag haben, einen sogenannten Lohnherstellungsvertrag. Nur dann, wenn so ein Vertrag besteht, dürfen wir diese Apotheke beliefern. Das ergibt sich so aus dem Arzneimittelgesetz. Und wenn dann eine Apotheke einen solchen Vertrag hat, dann kann wiederum die Apotheke auch Privatpersonen zum Beispiel, die im häuslichen Bereich gepflegt werden, wo dann aber das pflegende Personal dann gerne möchte, dass solche Vorsortierung in der Verblisterung stattfindet. Im Wesentlichen aber ist das gedacht für Pflegeheime, um dort das Pflegepersonal dann zu unterstützen bei dieser Tätigkeit. Gleichzeitig mit dem Verpackungsprozess werden alle relevanten Informationen auf jeden einzelnen Blister aufgedruckt. So wird gewährleistet, dass nur einwandfreie Blistertüten das Unternehmen verlassen und die Patienten garantiert die richtige Medikamentendosis erhalten. Stadtmagazin TV Termine. Am Sonntag, den 20. September, findet im Mütterzentrum Norderstedt von 9 bis 12 Uhr ein bunter Kinderflohmarkt statt. Und großer Laternenumzug am 26. September in Norderstedt. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Die Klassikertage Schleswig-Holstein finden vom 29. bis 30. August in den Holstenhallen 3 bis 5 und auf dem Außengelände statt. Die 60. Nordbau erwartet die Besucher vom 9. bis 13. September in den Holstenhallen Neumünster. Und die Rinderauktion öffnet ihre Tore wieder am 17. September in der Auktionshalle und dem Außengelände der Holstenhallen. Und hier kommen die Schlagzeilen.
200.000. Besucher von Karl May im Tal des Todes bekommt Las Vegas Reise geschenkt. Und nach 3 Jahren Ausbildung freuen sich Sophie Schmackelsen, Mara Schrumm, Stella Linnebank, Ina-Marie Reimers, Nadire Saliuki, Janek Allner und Gregor Bohm über ihre bestandene Prüfung zum oder zur Sozialversicherungsangestellten bei der AOK Nordwest. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde präsentiert von LZ Automobile. Kompetenz vor Ort.